Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf Weebly Games for You. Ich bin so Ivo. Und ja, es wurde ja gewünscht, dass wir mal den Hexenmeister in der Arena spielen. Den haben wir auch zur Auswahl. Und dementsprechend machen wir das auch. Ja. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Es gibt halt mehrere Möglichkeiten beim Warlock. Das ist halt eher so ein bisschen aggressiver, würde ich behaupten. Der ist halt relativ schlecht. Außer du hast zu viele Murlocs. Das kommt eigentlich überhaupt nicht in Frage, weil wir nichts zum Heilen haben. Außer der Blutsauger oder sowas in der Richtung. Und der Verwüster ist eigentlich nicht so wirklich geeignet für so ein Warlock-Aggro-Deck, bin ich der Meinung. Bin fast am Überlegen, ob wir nicht den Murloc nehmen. Ich denke, das machen wir auch. Weil ich den Demolisher, der einfach überhaupt nicht mag. So, was haben wir hier? Ja, das sind im Prinzip alles Solala-Karten. Ich denke, wir nehmen den Wolf. Seelenfeuer ist sehr gut. Succubus definitiv. Gewichtel. Weltliche Ängste ist ganz gut. Okay, jetzt die Frage, den zwei, also den Flusskrokolisk oder den Schildmeister? Ich denke, wir nehmen ihn. Armani Berserker auf jeden Fall. Das ist ein Schrecken der Leere. Okay, den kenne ich so von der vom Bild her gar nicht. Ich kenne die Karte, aber ich kenne die vom Bild her nicht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht eine neue Animation bekommen hat mit dem Reset. Spielen wir ihn oder spielen wir ihn nicht? Ich denke, wir spielen ihn. Was haben wir denn an Zaubern? 1, 2, 2. Also er ist im Prinzip raus, weil es bringt einfach nichts, 7er Karten in einem Warlock-Deck großartig zu haben. Den nochmal nehmen, finde ich auch ein bisschen blöd. Wir nehmen den Auktionator, auch wenn wir noch nicht so viele Zauber haben. Den Wichtel auf jeden Fall. Ein Höllenfeuer ist ganz nett. Nochmal die weltliche Ängste, einfach weil es mehr Karten ziehen ist. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Die Schreckenshöllenbestie ist ganz nett. Ich finde den Gurubashi-Berserker ist eher sowas für Priesterdecks und Co. Blutsauger ist auch sehr gut. Ich denke, wir nehmen erst einmal den Blutsauger, damit wir noch ein paar Zauber bekommen. Opferpakt finde ich richtig schlecht. Der ist auch nicht so gut, deswegen nehmen wir den Gnomisch. Raptor. Okay, ich denke, nehmen wir den Drachen. Also Verderbnis ist halt auch eher sowas, was nicht unbedingt in ein Aggro-Deck gehört, finde ich. Weil es einfach dem Gegner noch eine Möglichkeit gibt, mit der Kreatur dann anzugreifen und richtig Schaden auszuteilen. Ich denke, wir nehmen das Frostelementar, auch wenn es ein 6-Drop ist. Schattenflammen ist gut. Wir kriegen richtig schlechte Karten teilweise, finde ich. Wir nehmen den Schrecken nochmal. Nehmen den Panther. 3-Drop. Hey, es ist der Hammer. Wir müssen den Ogre nehmen. Das ist die einzige. Und Flammenwichtel. Gott sei Dank kommen noch ein paar gute Karten. Das ist noch eine. Und Shadow Bolt kriegen wir auch noch. Wie viele Wichtel haben wir denn jetzt? 2. Ich hätte auch gerne ein Dämonenfeuer. Portal finde ich jetzt nicht ganz so stark. Ich denke, wir nehmen aber noch einen Wichtel. 3-Drop, die ist sehr gut. Seelenfeuer noch einmal. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nur für den einen Zug ist. Ich denke, wir nehmen die Wichtelmeisterin. Wir haben ein bisschen sehr viele 3-Drops und nur wenige 2. Es wird aber relativ ausgeglichen dadurch, dass wir viele 1er-Drops haben. Ich denke, das ist ganz okay. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Glück, zum Ende noch ein bisschen Glück gehabt, das wollte ich sagen. Dass wir noch ein paar nette Karten hinten rausbekommen haben.
gucken wir mal, wie es läuft. Ich muss sagen, ich habe auch noch nicht so viel Warlock gespielt. Also mal gucken, wie es läuft. Direkt mal einen Jäger, der also auch im Prinzip auf Druck aufbaut. Okay, was behalten wir denn da? Ich bin gerade fast sogar dazu geneigt, die komplette anzunehmen, weil wenn er viele kleine Kreaturen spielt, können wir mit dem Höllenfeuer einmal entgegenwirken. Das machen wir auch. Wir behalten die Hand. Der Wolf ist ganz gut. Hoffen, dass wir jetzt... Okay, er hat auch eine Einser-Karte, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir spielen den Wolf. Gucken, was er jetzt macht. Wie lange braucht der denn? Ein zuverlässiger Schuss, das ist gut für uns, muss ich sagen. Weil wir können jetzt einfach tauschen und kriegen den für nichts. Okay, dann spielen wir auf jeden Fall. So. Wüchtel ist halt echt stark, finde ich. Denn mit dem greift man halt im Prinzip auch gar nicht an, damit er wirklich dauerhaft in Verstohlenheit bleibt. Wenn er jetzt nur einen Multischuss oder sowas hat, ist ein bisschen blöd für uns. Können wir aber dann nicht ändern. Schauen, was er macht. Sieht nicht nach einem Multischuss aus. Nach einem Arkanenschuss. Da können wir mitleben. Wir haben ja vorher den Wolf dafür bekommen, haben also quasi einen 2:1 Tausch bekommen. Ich vermute, es ist eine Sprengfalle. Das finde ich ärgerlich, weil dann würde er sterben. Wie machen wir das? Ich frage mich, ob... Das bringt uns alles nicht so viel. Wir müssen es einfach riskieren, dass es eine Sprengfalle ist. Okay, es ist keine. Okay. Alles in Ordnung. Das ist okay. Mir ist es lieber, wenn die Karte stirbt, als dass unser Wichtel stirbt. Aktuell. Das ist halt so ein bisschen blöd mit der Sprengfalle. Das ist so der absolute Wichtelkiller. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass er keine hat in naher Zukunft. Alles rumschießen, das kann er ruhig dauerhaft machen. Solange will ich ja gar nicht gegen ihn spielen. Wie machen wir das? Gucken wir mal, sehr gut. Dass er jetzt nicht laufen kann. Vor allem dadurch, dass der Wichtel auf dem Feld ist, hat er jetzt 3 HP und kann nicht von ihm getötet werden. Das ist super gut. Macht natürlich den Explosivschuss, aber er ist ein bisschen verschwendet, finde ich. Er wollte halt unbedingt unseren Wichtel töten. Von daher... Aber man sieht auch, er hat nur 3 Karten und hat eine auf dem Feld und wir haben die Hand voll. Das ist ganz gut für uns eigentlich. Spielen jetzt ihn. Und schießen das Vieh ab. Egal was für eine Karte wir verlieren, wir kriegen eine neue. Aber ist nicht so schlimm. Weil wir haben ja eine neue Karte bekommen. Mir wäre es zwar lieber gewesen, wenn es irgendwie den Panther oder so erwischt hätte, aber... Was soll's, lässt sich ja nicht ändern. Das ist ein bisschen blöd, hoffentlich nicht den... Okay, das ist auch ein bisschen blöd. Der wird wahrscheinlich schon tauschen. Okay. Aber er hat nur noch eine Karte auf der Hand. Das ist ganz gut für uns. Ich weiß aktuell noch nicht so genau, wie wir jetzt weiter vorgehen sollen. Wir spielen mal ihn. Kriegen die Karte noch. Okay. Ich denke, wir töten das Vieh. Auch wenn wir 2 Karten brauchen. Ich denke... Auf lange Sicht rentiert das sich einfach, weil wir den Kartenvorteil haben und er eben jetzt ein bisschen hinterherhinkt. Auch wenn er halt schon ordentlich was an Schaden auf uns gemacht hat. Ein Geheimnis, damit können wir gut leben. Und eine schlechte Kreatur. Das ist sehr gut. Die Frage, was für ein Geheimnis ist es? Ist es wieder so ein Snipe? Also ein Scharfschützengram?
Sieht so aus. Gut, dass wir die starke Kreatur gespielt haben. Das war im Prinzip genau das, was ich mir erhofft habe. Ich spiele jetzt den Wichtel, den Flammenwichtel, weil wir dann nächste Runde 3 Schaden machen können und die 1 HP können wir auch nächste Runde noch gut gebrauchen. Ich denke jetzt aktuell nicht, dass er wirklich unsere komplette Kreaturen kaputt machen kann. Okay. Wir spielen den Wichtel und greifen dann erst an, weil er hat dann 3 HP und selbst wenn es dann eine Flammendings ist, geht nur der Wichtel drauf. Okay, damit können wir leben. Das Ding ist, den spielen wir ihn gleich wieder. Wir müssen jetzt auch ein bisschen mit unseren HP aufpassen. Wir kriegen wieder 2 Schaden, wenn wir ihn spielen. Ich weiß nicht, es ist halt ein Zug im Prinzip, den wir weniger Zeit haben dadurch. Aber egal, wir können es nicht riskieren, wir müssen es machen. Bleibt uns nichts anderes. Wir hätten mit dem Gnomisch angreifen sollen. Dann hätten wir nämlich den spielen können, hätten eine neue Karte ziehen dürfen. Das wäre schlauer gewesen. Aber egal. Wird ganz schön eng, denke ich. Zack. Die spielen wir auf jeden Fall. Ja, ist nicht so schlimm. So, jetzt ist die Überlegung. Ich denke, wir werden den Wichtel auch mit benutzen. Und Schaden machen. Auch wenn er Gefahr läuft, jetzt zu sterben, aber wir müssen den Damage machen. Wenn er jetzt halt irgendwie... Okay, das ist natürlich eine gute Karte für uns. Hat nämlich Quatsch gezogen. Das heißt, wir haben die erste Runde schon mal gewonnen. Auch wenn es ein bisschen eng war, muss ich sagen. Gut gespielt. Naja. Ich denke, das hätten wir noch ein bisschen besser spielen können, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Stelle. Oh, eine Quest für den Hexenmeister haben wir auch. Wir machen mal noch eine Runde. Das waren jetzt irgendwie trotz... Draft nur 12 Minuten, ein bisschen wenig. Ging das Game doch relativ schnell rum. Bin ich mal gespannt, wie das zweite Game läuft. Aber irgendwie, es hat mir ein bisschen am Anfang gefehlt, dass wir Druck aufbauen konnten. Es hat zu lange gedauert, hatte ich das Gefühl. Okay. Eure Seele wird mir gehören. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, weil wir den Wichtel spielen. Mit dem 4-Drop. Ich hätte gerne noch einen 2-Drop irgendwie. Ja, okay. Das sind zumindest ganz gute Karten. Okay, das passt ganz gut alles. Spielen wir den Wichtel. Kann er aktuell nicht so viel gegen machen. Eine Münze. Okay. Ja, das geht nicht, das tut mir leid. Da hast du das ein bisschen scheiße gebaut. Also, es ist niemals eine gute Idee, die Münze zu benutzen, um die Heldenfähigkeit zu benutzen. Nur um das mal irgendwie klarzustellen. Das ist niemals eine gute Idee. Macht er jetzt? Weil er hätte jetzt in der Runde einen Dreier-Drop spielen können und muss jetzt wieder die Heldenfähigkeit spielen, weil er die blöde Münze benutzt hat. Das macht einfach keinen Sinn. Aber gut, was soll's, das ist ja gut für uns. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So. Gucken, was er da jetzt als nächstes macht. Jetzt kann er einen, die Karte, die er jetzt spielt, hätte er im Prinzip auch letzte Runde schon spielen können. Bringt ihm nur nicht viel. Spielt nämlich kleinen Scheißdreck, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber, ja. Mir soll's recht sein. Das ist, also, jetzt mal ohne Quatsch. Das war der seltsamste Zug, den ich seit, keine Ahnung, seitdem ich das Spiel, glaube ich, irgendwie gesehen habe. Jetzt haben wir schon 2 Karten für 2 andere Karten bekommen und können jetzt hier den hier gratis kriegen. Dann haben den größten Kartenvorteil und können Druck aufbauen ab nächster Runde. Das ist so seltsam gewesen, was er da gespielt hat. Naja.
Beziehungsweise wir haben ja den weltliche Angstkerl getötet und haben dafür eine Karte gezogen und haben dadurch sogar einen Kartenvorteil noch bekommen. Eigentlich muss er ihn angreifen. Macht er aber nicht. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können ihn spielen und den Flammenwichtel. Grüße. Können dadurch weiter Druck aufbauen, könnten aber auch mit einem Schatten. Ich denke, das gefällt mir besser. Wir töten ihn weg und spielen den Flammenwichtel. Und greifen an. Ich denke, so können wir am meisten Druck aufbauen die nächsten Runden über. Wenn wir Pech haben, hat er, ja gut, das bringt ihm ja auch gar nichts. Ich wollte sagen, dass er den, einen Prankenhieb hat, aber den bringt ihm ja auch nichts, weil wir ihn gebufft haben. Da kriegt er gar nichts wirklich tot. So wie es aktuell steht. Wir spielen ihn. Und töten ihn da damit, damit wir noch eine Karte wieder ziehen für die Karte, die wir verlieren. Okay, das ist okay. Jetzt greifen wir mit ihm ihn an, töten ihn und machen weiter Druck. Und unser Feld bleibt bestehen. Er hat jetzt aktuell 5 Karten, wir haben 3. Allerdings haben wir halt 3, 4 Karten auf dem Feld liegen. Und können halt mit jedem Zauber weiter Karten ziehen aktuell. Gucken, was spielst du? Oh, das ist eine gute Karte, die er da spielt. Mal gucken, er macht nichts. Der hat Ansturm, das ergibt keinen Sinn, dass er dann mit nichts macht. Ich würde sagen, wir frieren ihn einfach ein. Dann kann er nächste Runde auch nichts damit machen. So, was machen wir denn jetzt da weiter? Ich würde sagen, wir greifen ihn einfach an. So. Weil Dispeln kann er ihn auch nicht, also silenzen, weil sonst sein Gottesschild ja auch weggeht. Das ist perfekt gelaufen eigentlich. Mal gucken, was er jetzt als nächstes vorhat. Das hat halt keinen Sinn ergeben, dass er damit nicht angegriffen hat. Der hätte normalerweise ihn oder ihn töten sollen. Das soll eine Waffe sein. Kannst ihn gerne buffen, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll. Nein, gut, wenn du ihn noch weiter buffst, vielleicht schon. Vielleicht wird's irgendwann sinnvoll. Okay. Seelenfeuer, Seelenfeuer. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wir müssen, ich denke, wir werden ihn opfern, damit das Schild weggeht. Wir werden jetzt hier damit den töten. Werden den Ogre spielen. Spielen den Wolf daneben. Schießen den ab. Ziehen dadurch auch einfach eine neue Karte. Ja gut, die können wir gern verlieren. Das ist nicht so schlimm. Machen wir mit dem den kaputt und greifen den direkt an. Den behalten wir noch. Sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Gucken, was er jetzt als nächstes vorhat. Nächste Runde können wir halt schön Karten ziehen wieder. Das Dingo. Ja, da ist gar kein Thema. Durch den dicken Ogre. Ich denke, das haben wir ganz klar gewonnen. Außer wir spielen die Karte, die wir gerade gezogen haben. So. Zack. Yeah. 2-0. Läuft doch ganz gut. Ist, denke ich, ein guter Start mit dem Deck. Man sieht ja auch, ich bin erst Level 15 mit dem Warlock, also wirklich viel gespielt habe ich ihn noch nicht. 40 Gold Bonus für die Quest noch bekommen, das ist doch sehr schön. Und einen goldenen Opferpakt fürs Leveln von dem Hexenmeister. Boah, ich denke, das reicht für die erste Episode des neuen Arena-Matches. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.